Was geht, Boost Buddies? Ich bin Justin von Boost Company und hinter der Kamera ist Mirko. Moin. Laura hat nämlich leider keine Zeit. Wir möchten euch heute mal in dem Video ein bisschen mitnehmen an unserem Wochenende, heute an unserem Samstag, denn Leon und ich haben hier viel vor, der kommt nämlich auch gleich noch. Aber erstmal müssen wir Mirko abfrühstücken. Der kam nämlich vorbei mit seinem i30N und hat gesagt, hey Justin, irgendwas klappert da. Wir haben da ja letztens erst die Federn eingebaut. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal das Rad runter auf der Seite, wo es klappert und gucken uns mal an, ob da irgendwas schiefgelaufen ist, ob da irgendwas kaputt ist vielleicht schon, ob da überhaupt irgendwas zu sehen ist. Ihr seht das alles in einem kleinen Zeitraffer. Wir nehmen erstmal das Rad runter und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. Da sind wir wieder. Wir haben es relativ schnell gefunden. Es hat sich nichts gelöst, was wir irgendwie festgeschraubt hatten. Wir haben alles noch einmal nachgezogen. Das ist es nicht. Wir haben alles einmal hochgepumpt, um zu gucken, ob wir es irgendwo knacken hören. Aber uns ist aufgefallen. Hier ist deine Feder. Sieht man die? Ja, die sieht man. Und diese Feder ist nicht 1 Milliarde % gespannt, dadurch, dass der Dämpfer ein bisschen zu weit ausfedert. Deswegen kann man diese Feder, kannst du das auch nochmal halten, ja? Kann man diese Feder leicht verdrehen da drinne. Und diese Feder hat sich beim Lenken, wie es aussieht, einfach verdreht und saß hinten nicht mehr am Anschlag dran. Deswegen wird es das eigentlich schon gewesen sein, dass das in diesem Gummiding rumgeknackt ist. So, das ist das Geräusch, was du quasi gehört hast. Jetzt packen wir das Rad wieder drauf. Du machst eine kleine Probefahrt und dann gucken wir mal, ob das alles wieder gut ist. Wir haben gerade noch eine Probefahrt gemacht. Und was war? Das Geräusch war nicht weg. So, dann haben wir ein bisschen nachgedacht, wieso das denn sein kann. Wenn wir alle Schrauben unten festgezogen haben, wie das sein kann, dass die Feder sich überhaupt verdrehen konnte. Und die Feder kann sich ja nur verdrehen, wenn der obere Federteller nicht weit genug runtergeschraubt ist, auf die Feder und genug Druck drauf gibt. Dann haben wir den Wackeltest, so haben wir es hier gerade genannt, gemacht. Also, so konnten wir hier wackeln und dann hat man immer so ein leichtes Klack, 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 Klack gehört. Das Ganze lag einfach daran, wir können jetzt die Abdeckung hier leider nicht hoch genug machen. Auf dem Fahrwerk ist eine Schraube. Ich weiß nicht, wie es sein konnte. Diese Schraube war nicht mehr richtig fest. Wie viele Kilometer bist du jetzt gefahren nach dem Ganzen? Ein paar. Also es war schon eine ganze Zeit, die du gefahren bist. Und diese Mutter, die oben auf dem Fahrwerk ist, hat sich wohl immer weiter gelöst, so ein ganz kleines Stück. Und dadurch kam dann irgendwann das Knacken zustande, weil die Feder ein bisschen Spiel bekommen hat. Ja, war einfach unsere Schuld schon wieder, ne? Es ist das zweite Fahrwerk schon. Erstmal Luftfahrwerkschlauch, jetzt das hier. Stopp, stopp! Was macht ihr denn hier? Was macht ihr? Seid ihr beide zu doof dafür? Kurwa! Denkt doch mal ein bisschen nach bei der Arbeit, Mann, Maui! Wir haben aber eigentlich sogar alles mit Drehmoment abgeknackt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir auch die mit Drehmoment abgeknackt haben. Also wirklich sehr sicher. Wir sollten auf jeden Fall nochmal gucken, wie viel Drehmoment diese Schrauben kriegen und die definitiv nachziehen. Das ist jetzt erstmal gelöst. Wir kamen nämlich mit dem Schlüssel hier rein und konnten es ein bisschen festziehen, aber jetzt natürlich gar nicht mit dem vorgegebenen Drehmoment. Aber es ist erstmal so fest, dass Mirko erstmal fahren kann. Zumindest nach Hause und wieder hierher zum Festziehen. Richtig. Sonst muss ich hier in der Halle schlafen. Wird ein bisschen kalt, glaube ich, ne? Ich glaube schon, ja. Wir reden einfach gleich nochmal, was wir machen. Ich muss mich hier erstmal sammeln, denn Leon ist mittlerweile da, auch wenn ich ihn gar nicht mehr sehe. Ich bin hier in der Lampe. Ich weiß nicht, was heute los ist. Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum es hier überhaupt so hell ist. Schaut mal, wir haben hier so einen super Strahler. Ich wette, jetzt seht ihr gar nichts mehr. Richtig. So wie Justin eben. Ich sehe Leon nicht, der steht dahinter. Diesen LED-Strahler hat nämlich mein Opa nochmal gesponsert. Der hat sich nämlich das Video angeguckt, wo wir beim E36 den Motor ausgebaut haben. Der steht da hinten. Und am nächsten, 2 Tage später hat er mir, glaube ich, geschrieben, Justin, ich habe dir was gekauft. Kam er vorbei, hat mir das Ding vorbeigebracht. Und er so, ich habe das gesehen, ihr lauft hier mit Taschenlampen in der Halle rum. Seid ihr eigentlich komplett bescheuert? Ich habe dir hier so einen Strahler gekauft und auch einen LED-Strahler und mit schönem weißem Licht. Deswegen könnt ihr jetzt meine Schönheit wieder komplett bewundern. Definitiv nein. Okay, genug Scheiße gelabert, bis gleich. Leon ist hinter der Kamera. Herzlich willkommen, mein Freund, in unserer Halle. Hallo. Hallo. Leider habe ich kein Bild von dir, was ich einblenden kann mit Hallo. Laura, wir vermissen dich alle. Leon und ich haben vor, diesen Balken hier zu streichen. Dieses geile Teil. Ich glaube, es würde einfach cooler aussehen, oder? Auf jeden Fall, ja. Also wenn du von der Seite guckst, wir haben ja jetzt hier oben alles verkleidet. Das habt ihr in irgendeinem letzten Video auf jeden Fall gesehen. Deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Balken hier noch zu streichen, dass es einfach besser aussieht. Alle, wir müssen erstmal einkaufen fahren, habe ich gehört. Wir fahren jetzt zu einem guten Laden, da kaufe ich ziemlich viel Shit. Eigentlich gerade auch für die Halle, das kann ich jedem empfehlen, aber
Wir springen einfach mal ins Auto und gucken mal, wohin uns der Abend bringt. Also unser Geheimtipp hat sich relativ schnell erledigt, denn... Ist nicht so geheim. Ist halt echt nicht so geheim, denn man muss hier eine Dreiviertelstunde beim lieben Action anstehen. Hier schön mit dem Doggy rein. Und das wollten Leon und ich uns sonst eigentlich nicht antun, denn wir haben eh schon immer so wenig Zeit in der Halle. Und wir haben aber nur einen Pinsel. Jetzt haben wir nur einen Pinsel. Okay, wir fahren zurück zur Halle und gucken, ob wir einen zweiten Pinsel finden. Hallo. Wie ein Drahtseilwagen. Ich hab ganzes Paket hier. Ja. So, nach 85 Läden und zwei kleinen Einkaufswagen-Races haben wir endlich Pinsel gefunden. Ja, war gar nicht so schwierig, aber das Einzige, was wieder das Problem war, ist, wir waren unterwegs. Und wie ich halt mal wieder bin, hatte ich kein Portemonnaie mit. Aber das ist Trick 17 der Spartipps. Und jetzt hat Leon die Pinsel bezahlt. Danke dafür. Kriegst du natürlich wieder irgendwann. Ja, mit Zinsen. Jetzt können wir endlich in die Halle und dann wird die ganze Chaise da angestrichen. Ich hoffe, wir haben noch genug Farbe. Ja. Denn die Farbe gibt es nur bei Action. Und also eigentlich hätten wir uns da auch anstellen können, denn hätten wir uns da angestellt, wäre es viel schneller gegangen, ja, würde ich sagen. Ab in die Halle jetzt. Boah, ist die jetzt. Jo. So, unser kleiner Shopping-Trip war ja zum Glück doch noch erfolgreich. Wir haben doch noch ein paar Pinsel gefunden und wir haben zum Glück noch anderthalb Dosen Farbe. Das sollte knapp dafür reichen. Das ist nämlich die gleiche Farbe wie auch unsere Front hier. Das wird dann ziemlich gut aussehen, ziemlich modern. Es wird einfach wieder 1% sauberer aussehen als vorher. Und die Tür auch noch. Und die Tür, ja stimmt. Die Tür haben wir ja auch in der Farbe gemacht. In unserer Mitternachtsaktion. Vor allem kommt ihr so Schritt für Schritt jedes Wochenende ein Stück weiter voran. Und ich kann euch ja nochmal ein Foto einblenden, wenn ich das finde, wie es hier ganz am Anfang aussah. Da hat sich das hier schon mega verändert. Und man sieht immer nur so kleine Sachen. Also wir kommen immer nur so 1-2% voran. Und es gibt immer 1-2% Fortschritt. Aber wenn man dann das Gesamtbild sieht, wie man hier eingezogen ist. Ja, Leon, überleg mal, du hast da oben, wie viel Dreck du da runtergekarrt hast. Erstmal mit dem Besen. Das war ja richtig krank. Wir streichen das jetzt alles erstmal und ihr guckt euch das wieder im Zeitraffer an. Vielleicht nicht ein ganzes, vielleicht mal ein ganz schnelles. Mal gucken, weil ich glaube, das wird auch nicht in 5 Minuten erledigt sein. Darauf an, wie das ist, ob das genauso ist wie die Tür, weil die Tür hat ja übelst Farbe aufgesaugt. Aber diesmal wird es nicht so kalt, wie wenn wir die Tür aussehen. Every night, that's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Das hat übelst gut geklappt. Also bis auf, dass Leon 1-2 Mal die Decke angestrichen hat. Worüber ich, ja, wenig, ey. Schön gegengestrichen. Aber keine Sorge, mein Opa hat eine Leiste. Hier ist ja noch ein relativ großes Loch, was man sehen kann. Film mal das Loch hier. Da ist auch direkt die Stelle drüber, wo du es angestrichen hast. Dann da. Schande. Also ich sehe da nicht. Auf jeden Fall kommt über das Loch noch eine Leiste drüber, damit das hier auch perfekt aussieht. Und das hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Das Schöne ist, gerade bei sowas, wenn das jetzt gestrichen ist und nicht mehr dieses Naturholz ist, ihr habt es vielleicht gesehen im Zeitraffer ganz am Anfang, beim Abwägen hat das übelst gestaubt. Und man merkt es hier schon, egal was man verkleidet, egal was man hier mit
Farbe anpinselt, der Dreck bleibt einfach nicht so haften und außerdem ist es jetzt einfach sauber. Ne? Der ganze Dreck, der da noch dran war von vor 30 Jahren, ist jetzt halt einfach weg und es ist blitzblank sauber. Worum wir uns heute noch kümmern, ist auf jeden Fall das Tor. Das Tor müssen wir uns auf jeden Fall angucken, aber wir müssen erstmal das Licht umbauen, denn wie ihr seht, ist der Rest der Halle ziemlich dunkel. Ach. Wo ist eigentlich Leon? Hier ist durch das Tor, also ihr könnt sogar durch das Tor sehen. Hier sind nämlich mega Löcher, dadurch, dass das halt auch einfach alt ist. 30.000 Mal auf- und zugeschroben wurde schon. Und wir haben ja noch ganz viel von der alten Verschalung hier, die wir abgesägt haben. Wir haben immer gleich große Stücke, die können wir auf jeden Fall jetzt hier so dran setzen. Oh Junge, ich will den. Und dann hier einmal durch, langziehen. Und das Gute daran ist auch, nicht nur, dass blickdicht ist, sondern vor allem, dass auch kein kalter Wind mehr durchkommen kann, denn ganz am Anfang war es hier schon extrem windig in der Halle. Man hat so richtig einen Durchzug gehabt, das ist mittlerweile gar nicht mehr, denn wir haben hier oben schon die ganzen Löcher zu. Wir haben ein, zwei kleine Löcher hier immer zu, hier mit so einem Notbrettern quasi gemacht. Und so können wir das jetzt hier unten auch verkleiden. Vor allem müssen wir das nur auf dieser Seite machen, Leon, denn schau mal, hier haben wir einen schönen dicken Balken drin. Das erspart uns schon mal einiges an Arbeit. Jetzt müssen wir nur die Seite zumachen. Und was wir uns dann gedacht haben, ist, dass wir hier in der Mitte, das Tor wird hier mit einer Kette gesichert. Das kommt hier drüber. Dann kommt dieser Riegel rein. Dann kommt hier ein Schloss durch, dass man das nicht auseinanderziehen kann. Und da kann es halt passieren, dass es so ganz leicht aufrutscht. Ja, so viel auch nicht. Dass es halt so ein Stück aufrutscht, dass hier der Wind durchkommen kann. Um das noch ein bisschen einzudämmen, wollen wir dieses Holz auch hier quasi auf die eine Seite komplett einmal nach oben durchschrauben. Dafür brauchen wir aber die große Leiter aus dem E36 Video. Und der eine oder andere wird wissen, dass ich da ziemlich Angst hatte auf der Leiter. Ich habe fast geheult. Aber Leon meinte, diesmal wird das gar kein Problem. Du kletterst da hoch, diesmal musst du da ja nichts flexen. Und wenn du runterfällst, kannst du dich diesmal wenigstens am Tor festhalten. Du machst mir Mut auf jeden Fall. Ja. Ja, let's go. Ziehe ich Handschuhe an. Wir sind fertig hier. Das hat echt was gebracht. Also man merkt erstens sofort wieder, dass nicht so viel Wind hier durchkommt. Und viel wichtiger war es uns, du konntest die Tore nämlich auseinanderschieben. Das kannst du jetzt halt gar nicht mehr, denn wir haben jetzt hier so eine neue Konstruktion gebaut. Wir bohren jetzt hier unten nur noch ein Loch rein, dass man da ein Schloss durchmachen kann. Aber vorher war es so, dass du die Tore so leicht auseinanderschieben konntest, dadurch, dass du hier diese Haken hast. Die haben auch so einen gewissen Spielraum. Dann konntest du die Tore ganz leicht auseinanderschieben, hier durchfassen und konntest diesen Riegel einfach hochschieben und hast das Tor offen. Ist jetzt, wenn man hier so Autoteile und Werkzeug drin hat, nicht die beste Lösung. Wir werden uns auch definitiv in nächster Zeit so einen kleinen WLAN-Cube holen und hier ein, zwei Kameras aufhängen. Die lieben Formtief-Jungs, Grüße an dieser Stelle. Haben uns nämlich damals ein Kamerasystem gezeigt, was die in ihrer Halle haben. Und das kostet nicht viel, du hast Live-Übertragung, du hast alles gespeichert und das ist einfach wichtig. Gerade in so einer Halle, wo man doch das Werkzeug so summiert, ist halt schon ein bisschen was wert. So ein Auto werden die nicht klauen. Was wollen die mit einem E36 ohne Motor? Hier haben wir auch das Tor gleich wieder instand gesetzt. Hier ist so ein kleiner Winkel dran gekommen, dass das zusammenhält. Hier dieser quasi Einbruchschutz, aber auch Windschutz. Und vor allem das Tor ist unten wieder relativ restauriert. So kommt auch da kein Wind und Wasser und Blätter und was weiß ich, Mäuse. Alles, was da durchkommen kann. Haben wir doch heute viel geschafft. Den i30N, den Fusch beseitigt. Gestrichen. Leon und ich hatten einen kleinen Ausflug. Obwohl wir jetzt sogar noch einen Pinsel gefunden haben, aber egal, war trotzdem ganz lustig. Dann haben wir hier alles gestrichen, dann das Tor restauriert. Jetzt machen wir uns an den E36. Aber das seht ihr in einem anderen Video. Stay tuned. Yeah.